Ich war jetzt zu brav und habe alles Mögliche von Kalido, wo wir waren, alles rübergeholt. Und ich war auch so frech und habe uns Ammonium mitgenommen, weil ich nicht weiß, wo hier Ammonium ist. Direkt suchen will ich es nicht. Ich werde jetzt erstmal die Solarmodule aufbauen. So. Es ist halt jetzt dennoch die Frage, wo. Ich glaube, die Sonne geht da drüben auf. Das heißt, ich werde es hier platzieren. Warte. Mit drehen das Ganze aber. Weil dann könnte ich hier dann eventuell den Bahnhof rübersetzen. Warte. Oh. So. Und dann haben wir hier noch eines. Hauptsache, wir haben es. Alles andere ist egal. So, warte. So, das heißt, Strom haben wir jetzt auf jeden Fall hier genug. Ich habe halt extrem einen Saustall hier. Aber das ist mir jetzt gerade im Moment egal. So, wo ist denn unser lieber Bahnhof? Hier haben wir. Achso, mein Rucksack ist voll. Ach ja, ich habe da ja so viel noch mitgenommen. Hydrazin habe ich auch noch. Da oben ist noch mehr Hydrazin. Wo habe ich denn das ganze Hydrazin her? Ist da noch eines frei? Yep. Okay, sehr, 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 sehr gut. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen auf Kalidor. Warte, hier und nein, und da. Was haben wir hier eigentlich gemacht? Stickstoff. Habe ich Stickstoff dabei? Ich glaube nicht. Helium, Methan, Schwefel, Argon. Okay, ja, hier ist halt Saustall, sage ich ja. Ich kenne mich hier halt so gut wie gar nicht mehr aus. Aber das spielt jetzt auch gerade keine Rolle. Wo ist denn hier die Sonne? Ah, genau, oben uns. Okay. Das spielt jetzt auch gerade gar keine Rolle. Und zwar so und benutzen. Und zack, wir haben unseren Bahnhof. Der macht ja komische Geräusche. Okay, warte, ich verbinde. Nein, das war Blödsinn. Nein, das war auch Blödsinn. Ich brauche den Kabelstecker. So. Okay. Dann geht's los. Einen RTG bekommen wir. Dann haben wir Tag und Nacht. Mittelgroße Windturbine auf Silber installieren. Mittelgroße Windturbinen haben wir hier, welche ich glaube nicht. Das sind alles Forschungsgegenstände.
Okay, warte. Wo haben wir denn hier Solar und Große? Das heißt, das wird im Kleinen drinnen sein, warte. Bis ich das jetzt wieder finde, RTG. Mittelgroße Windturbine, Keramik und Aluminium. Aluminium fängt ja schon mal gut an. Jetzt habe ich hier Zink. Das sind kleine. Okay, hier habe ich rein gar nichts mehr. Aluminium. Was? Laterit. Laterit in Hüllen. Okay, dann werde ich jetzt schnell hier, warte, mein Lagerstell, zack, zack, ausleeren. Hier. Dann werde ich mir Gemisch mitnehmen. Ich bin schon wieder auf die falsche Seite gegangen. So, was war das? Ein kleiner Generator, das ist der falsche. Verbindungen. Arbeitslicht habe ich eh dabei. Sehr gut, dann werden wir jetzt in die Höhlen gehen. Obwohl, ich könnte ja eigentlich... Ach so, ich habe keinen Rover. Ich habe nur den kleinen, das Buggy. Und meinen Traktor. Eigentlich könnte ich mir ja einen Extraktor mit runternehmen. Warte mal, was brauche ich denn eigentlich für einen großen Rover? Gummi, Aluminium, Legierung, Exochips. Okay, dann muss ich sowieso erstmal so runter. Zack. Und runter mit uns. Hier haben wir hier schon irgendetwas. Nachdem ich die Nachrichten gelesen habe von, ich glaube, Bell heißt sie, dass wir eventuell... Nee, hier ist nichts. Dass wir eventuell so viel Bytes zahlen müssen, habe ich auf jeden Fall den Drang danach, dass ich da wieder alles mitnehme an Forschungsgegenständen. So, was ist denn hier? Da brauche ich Strom. Was ist denn das? Der Zink, gell? Wieso erkennt er das jetzt nicht? Ah, Zinkblende. Okay, ne, das ist das Falsche. Hier hinten. Guckst du? Das heißt, ich gehe hier runter. So. Ich habe natürlich keine Dinge dabei. Keinen Behälter. Das sieht ja grauenvoll aus. Oh, was? Okay. Warte mal, dann scannen wir das jetzt. Okay. Ich fange natürlich hier oben an, weil ich glaube, da kommt der eh nicht rauf, der Autoextraktor. So. Warte. Dann kann er nämlich den Rest hier unten, weiß nicht, ist, da ist nämlich auch noch was drinnen, kann er das schön abbauen.
zwei Stück noch. Einer. Und zack. Gut, dann haben wir genug. Da machen wir uns nämlich einen Rover und werden da runterfahren. Hauruck. Hauruck. Und dann schnell wieder rauf. Dann werden wir uns da unten einen Ding hinsetzen, auf jeden Fall. Oder ich werde da gleich mit dem Zug runterfahren. Weil wir müssen höchstwahrscheinlich so oder so runter mit dem Zug. Etwas aus den Höhlen holen. Deshalb glaube ich, werden wir eher das machen. Weil mit dem Rover glaube ich eher, dass wir das wieder alles kaputt machen. Weil ich ja den Weg irgendwie wieder neu ziehen muss. Weil unten einfach null Platz ist. Okay, aber in erster Linie machen wir jetzt mal, wo auch immer mein Brenner ist. Hier ist er. Zink. Aluminium machen wir jetzt so. 1, 2, 3. Machen wir gleich mal 4 Stück. Gummi. Warte. Das machen wir hier. Stahl. Gummi mache ich aus organischen Ressourcen und Harz. Ich habe gar nichts hier. Oder wie? Oder was? Oder hä? Oder I don't know that. Okay, warte. Dann mach mal den hier an. Und dann brauche ich nur noch Harz. Die nehme ich mit. Sicher ist sicher. Warte, das setze ich einmal hier hin. Und Harz haben wir dann eh gleich hier unten gehabt. Warte mal, kann ich das hier auch irgendwie abbauen? Ah, guck an. Ah, das ist Lehm. Oh. Achso, ich muss das ja wieder deaktivieren. Warte. So. Da muss irgendwo noch was sein. Aber ich traue mich nicht so wirklich runter. So. Da. Hier. Okay. Was? Ich habe erst einmal Harz beisammen. Zweimal. Okay. Oh, 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 oh. Da komme ich rauf. So. Sehr gut. Dann machen wir einmal Gummi. Einmal Gummi. Alter Verwalter, habe ich hier einen Saustall? Das gibt doch gar nicht. Einmal Gummi. Dann. Also Gummi habe ich. Gummi setzen wir gleich mal ein. 2 Exo-Chips haben wir. Nummer uno, Nummer du. Und Aluminium-Legierung. Aluminium. Ich glaube, da brauche ich eh nur eines. Ich nehme ein zweites mit. Dann Ware. Kunststoff, Aluminium-Legierung und Kupfer. So, warte. Das tue ich jetzt hier schnell hin. Zack. Und
Eisen, Titan, Hämatit, Wolfram. Kupfer ist aus Malachit, glaube ich, oder? Malachit sind auf Bergen. Okay, dann bleibt uns eh nichts anderes übrig, wie dass wir uns jetzt auf den coolen Drachentor hängen. Mit Red Dan. Kamera. Und dann ist so ungewohnt, wenn man den großen Rover gewohnt ist, ist der kleine jetzt voll ungewohnt. Ich hätte da halt eine andere Batterie drauf machen sollen. Aber egal. Hatten wir hier nicht irgendwo... Ah, schau, da hinten ist wieder ein Forschungsgegenstand. Den nehme ich jetzt einfach mit. Ich nehme ihn jetzt einfach mit. Da ist auch ein Berg, da glänzt es auch schon. Nein. Hier. Betreten. Ach so, das ist einfach nur organisches. Okay. Sieht so aus, als ob ich festhänge. Jawohl. Nein. So. Was ist denn da rein? Ah, ich sehe nichts. Aha. So, jetzt ist die Frage, kann ich da jetzt irgendwie umdrehen? Ach, verdammt. Ich bin einfach wahrscheinlich zu schnell, warte. So. Okay, perfekt. Dann fahren wir wieder raus. Alter, wenn das jetzt vielleicht zugeschüttet wäre, das wäre ja jetzt eine Katastrophe. Aber warte, ich fahre da jetzt irgendwie, sofern es möglich ist, nach oben. Da wäre wieder ein Forschungsgegenstand. Und da haben wir es schon. Okay, warte, absteigen. Dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Ah, verdammt. Aber ich habe 3 Stück, das reicht ja, weil eh mal. Wie viel Platz hätte ich noch? 1 Platz. Okay, nee. Fahr mal einfach wieder zurück. Einfach querfeld ein und runter da. So. So. Dann können wir Kupfer auch machen. So. Kommt nur mir das so extrem langsam vor oder ist prinzipiell der Traktor viel langsamer wie der große Rover? Gute Frage, nächste Frage. So. Wir haben es gleich geschafft. Ich muss nur schauen, dass ich nirgendwo in etwas reinfahre, vielleicht ein Loch oder so. Das wäre nicht so cool.